Gerade hat das Thermometer 41 Grad überschritten. Wir sind in Rheinhessen und lassen uns nicht abhalten von dieser Hitze und haben die nächste Kandidatin besucht. Eine spannende Geschichte in Bingen. Viel Vergnügen mit Patricia Palums. Bingen liegt im schönen Rheinhessen und Rheinhessen ist, ja, wie soll ich sagen, Glückseligkeit für mich, weil Rheinhessen ist so vielseitig wie, also ich finde Bingen auch vielseitig und da kann man so einen schönen Bogen drum spannen. Ich habe ja jetzt 2013 hier in Bingen das Amt der Binger Weinprinzessin übernommen und das habe ich gemacht, um auch einfach den Menschen, die jetzt den Umgang mit dem Wein noch nicht so kennen, einfach ein bisschen näher zu bringen und die, die vielleicht noch Bier trinken, dass wir denen sagen, hier komm, trink doch mal guten Rheinhessen-Wein. Und das macht einfach so viel Spaß, wenn man sieht, wie die Leute dann Freude am Wein finden. Und das macht das alles so spannend und schön. Ja, zum Wein bin ich mit 15, da dürfte ich ja noch gar keinen Alkohol trinken. Aber man kann ja trotzdem schon mit dem Produkt arbeiten. Also ich war auf einer reinen Mädchenschule gewesen. Und dann hieß es, ja, was machst du denn nach dem Abi? Und dann habe ich gemeint, ja, ich werde Winzerin. Da wird mir dann halt schon mal ein bisschen komisch angeguckt. Aber bei mir war halt der Hintergrund schon klar, weil ich, seit ich 15 war, schon immer in einem Weingut mitgeholfen habe, mit in den Herbst gegangen bin. Dann habe ich da für mich schon den Entschluss gefasst, ich muss das machen, weil ich einfach nicht der Mensch bin, der auf dem Bobbes sitzen kann und ruhig sein kann, sondern ich muss immer irgendwas machen. Und da mir das so viel Spaß gemacht hat, statt ich muss unbedingt Winzerin werden. Und das ist jetzt nicht nur das Arbeiten, sondern auch der Umgang mit den Menschen, den man hat, wenn man mit dem Wein zusammenarbeitet. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, erstmal eine Ausbildung zu machen, erstmal ein bisschen praktische Erfahrung zu sammeln, bevor ich dann halt jetzt im Oktober mein Weinbau- und Önologiestudium in Geisenheim starte, weil einfach die Praxis fehlt, weil ich ja kein Weingut zu Hause habe. Es sagen ja immer alle, das Winzergehen hätte schon immer in mir geschlafen, weil meine Großeltern bzw. meine Oma aus einem Weingut kommt. Und dann habe ich im Hildegardeshof immer geholfen und gemacht und getan. Ich sage auch immer, Hildegardeshof ist wie mein zweites Wohnzimmer. Man ist immer willkommen, die haben immer ein offenes Ohr für einen und das ist echt schön. Wer hat denn das gebaut? Also ich baue gerne Sachen mit meinem Papa zusammen. Der ist so der kreative Kopf. Man nimmt einfach das, was da ist und versucht, was Schönes draus zu machen. Wein und Freunde ist auch ein ganz großes Hobby von mir. Einfach mal wegfahren in andere Weinanbaugebiete, Weine probieren. Man lernt über den Wein eigentlich nur, wenn man probiert. Und das ist so vielseitig und vielschichtig und macht dann halt auch richtig Spaß. Weitere Hobbys sind noch, also ich tanze, seitdem ich eigentlich laufen kann. Das ist ein fester Bestandteil meines Lebens und ich ohne Fasnacht, das ist wie Pommes ohne Ketchup. Nicht nur dieses auf der Bühne glänzen, darum geht es mir zum Beispiel jetzt nicht in erster Linie, sondern einfach was für die Gemeinschaft tun, was für den Verein tun. Und das ist ein ganz wichtiger Part. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Also über meine Familie, das ist das Wichtigste, was es gibt. Meine zwei Schwestern, meine Eltern, der Hund gehört natürlich auch dazu. Mein Paula-Baby, die habe ich ja zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist halt auch ein Familienmitglied und der gehört dazu. Ja, die Familie ist mein A und O, mein Rückzugspunkt. Und wie sagen die Sportfreunde Diller so schön, meine Chill-Out-Area, die habe ich bei meiner Familie.